Donald Trump ist als republikanischer Präsidentschaftskandidat kaum noch aufzuhalten. Der 77-Jährige setzte sich bei der wichtigen Vorwahl seiner Partei im US-Bundesstaat New Hampshire am Dienstag gegen seine einzige verbliebene Konkurrentin, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, durch. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen lag er rund 10 Prozentpunkte vor der 52-Jährigen. Mit etwa 55% der Stimmen fiel sein Sieg ähnlich deutlich wie zum Auftakt in Iowa aus. In seiner Siegesrede griff Trump den demokratischen Präsidenten Joe Biden massiv an und bezeichnete ihn als schlimmsten in der Geschichte der USA. Die Vereinigten Staaten nannte der Republikaner ein Land im Niedergang und im Scheitern. Trump attackierte zudem seine Mitbewerberin und sagte, wenn die Vorwahlen ihren Heimatstaat South Carolina erreichen, werden wir leicht gewinnen. Haley gratulierte Trump zu seinem Sieg, kündigte aber an, weiter kämpfen zu wollen. Die 52-Jährige hatte in New Hampshire auf eine Überraschung gehofft. Die Wahlbeteiligung war nach Angaben der Behörden sehr hoch. Mit dem Sieg in New Hampshire macht Trump einen großen Schritt in Richtung der Nominierung seiner Partei für die Präsidentschaftswahl im November. Noch nie hat ein Bewerber das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner verloren, nachdem er die Vorwahlen in den ersten beiden Bundesstaaten für sich entschieden hat. Auch bei den Demokraten fanden am Dienstag inoffizielle Vorwahlen New Hampshire statt, die Biden gewann und ihm einen symbolischen Schub gaben. Allerdings gibt es bei vielen Politikern und Wählern der Demokraten Zweifel, ob Biden mit 81 Jahren der richtige Kandidat ist. Er ist bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte.